Ich bin Norbert Patzke, genannt in Kajakkreisen Nupa. Ich bin inzwischen Rentner. Vom Beruf habe ich mal Maurer gelernt, habe meine Meisterschule gemacht und alles, was dazugehört, war etliche Jahre selbstständig. Jetzt habe ich Langeweile und baue Boote und fahre Kajak. Kajaks fahre ich aus dem Grunde, weil ich vor ein paar Jahren noch Fahrrad gefahren bin, Alpentouren gemacht habe und man ist beim Kajakfahren in Gegenden, die man eigentlich nicht mal zu Fuß betreten kann. Da ich den letzten Herbst in Polobooten Rolltraining gemacht habe und mir die Dinger so gut gefielen, habe ich einfach mal geschaut, wie sehen die aus, habe mich hingesetzt und bin angefangen, ein Poloboot zu bauen. Ich denke auch, dass ja die ganzen Boote nicht nur gammeln sollen. Eins habe ich inzwischen meinem Sohn geschenkt. Unter anderem habe ich einen Grönländer gebaut. Und dieser Grönländer, der ist auch nur 48 cm breit. Aber ich denke, Anfangsstabilität und Endstabilität gleich Null. Das heißt, Endstabilität ist, wenn ich nicht das Paddel halte, reinfahre. Letztens habe ich versucht, mit dem eine Rolle zu machen. Hat gar nicht geklappt, war zwar nicht gerade besonders gut, aber hat keiner gesehen. Inzwischen bin ich 71. Ha, ich denke, ein paar Jahre werde ich das wohl noch machen. Also ich habe immer zu meiner Frau gesagt, 10 Jahre möchte ich noch Weihnachten feiern. Das heißt, 10 Jahre möchte ich mindestens auch noch paddeln.